Herzlich willkommen zum ersten Video 2024 hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe es ja auf meinem Blog schon angekündigt. Ich will dieses Jahr etwas zielgerichteter mit dem Fotografieren vorgehen. Das heißt, ich nehme ein Projekt vor. Es soll beim Fotografieren für mich dieses Jahr hauptsächlich ums Entdecken gehen, um Fotos mit Wow-Effekt und darum, eben wie, welchen Einfluss hat das Wetter auf Fotos. Heute das Video, da geht es aber eigentlich wirklich nur ums Entdecken. Ich bin mitten am Tag losgezogen und bin hier auf dem Dreiburgenweg. Gut, das ist auch eine Wanderung, die habe ich schon öfter gemacht, aber ich wollte einfach mal wieder raus, weil ich auch super lange nicht mehr wandern war und ich mir eben auch für dieses Jahr eben vorgenommen habe, nicht immer nur darauf zu achten, loszugehen, wenn das beste Wetter und die beste Situation fürs Fotografieren ist, sondern eben einfach rauszugehen und eben zu fotografieren und eben auch die Natur eben auch zu genießen oder eben schöne Städte zu entdecken oder was auch immer. Und dabei kann ich dann eben auch wieder Orte entdecken, an die ich dann zurückkehren kann. Und wo ich dann sagen kann, hey, hier mache ich jetzt ein richtig geiles Foto, hier nehme ich mir jetzt einen ND-Filter mit, hier fotografiere ich jetzt einen Sonnenuntergang oder wenn es um Wasser geht, irgendwie glatte Wasserfläche, hast du nicht gesehen, lauter solche Sachen. Viel Spaß jetzt bei dem Video. Wir wandern jetzt zusammen einmal durch den Taunus, drei Städte. Wir haben Kronberg, wir haben Königstein. Ja, und das war es eigentlich. Es waren nur zwei Städte, aber es waren drei Burgen. Zwei davon sind nämlich in Königstein. Viel Spaß. So, hier habe ich jetzt tatsächlich die Kamera rausgeholt, weil man hat hier einen schönen Ausblick auf Kronberg, normalerweise noch weiter. Aber ich weiß nicht, ob ihr das hier so hinter mir seht. Die Burg ist hier schön im Nebel und da, ja, habe ich ein paar Fotos gemacht. Schaut es euch einfach mal an. Mal schauen, ob es was geworden ist. So, hier ist jetzt das nächste kleine Highlight für mich. Weiß natürlich nicht, ob es für euch ein Highlight ist, aber das sind hier, finde ich, richtig schöne Bäume. Und das sind nicht nur schöne Bäume, sondern da liegt jetzt auch noch der Schnee drauf. Die sind grün vermoost und das ist weiß. Und ja, da will ich jetzt auch ein paar Fotos machen. Genau, schaut es euch einfach mal an. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet.
was hier jetzt mitten im Wald zwischen Kronberg und Königstein gerade war, wo wir gerade vorbeigekommen sind, die Fotos, die ihr gerade gesehen habt, das ist der jüdische alte Friedhof von Kronberg. Also wir sind hier quasi noch im Wald, der zu Kronberg gehört, und laufen jetzt weiter Richtung Königstein, im genauen Falkenstein. Ja, und Falkenstein gehört zu Königstein. Deswegen hatte ich eben auch fast recht mit drei Städten, aber eben auch doch nicht, weil Falkenstein auch schon Königstein ist. Und Königstein somit quasi zwei Burgen hat. Washed, whatever. Wir waren jetzt am jüdischen Friedhof und gehen jetzt weiter. Hier noch schön durch den Wald. Ist sicherlich schön anzusehen. Und dann ist nächste Station die Burg Falkenstein. Gestartet sind wir ja in Kronberg. Da haben wir die Burg noch nicht groß gesehen, sondern da wohne ich. Und deswegen bin ich da einfach mal losgelaufen. Genau, und gleich kommen wir an der Burg Falkenstein vorbei. Viel Spaß! Test 1, 2, 3. Okay, das war jetzt drauf. Ich filme einfach noch, ja. Super. Ja, super Video. Ja, also. Eben habe ich Rast gemacht an einer Stelle, wo man einen schönen Ausblick hat auf die Burg Falkenstein. Das ist jetzt gerade auch, so wie es jetzt ist, mit dem Schnee natürlich total schön anzuschauen. Und ich hatte auch ein bisschen Glück mit dem Nebel, weil die Burg hat so ein ganz kleines bisschen rausgeguckt aus dem Nebel. Und ich hoffe, dass ich das schön rausbringe als Foto, dass man halt im Nebel die Burg auch noch sieht und nicht nur Nebel. Schauen wir mal, schaut es euch an. Ihr seht es jetzt schon, ich habe es jetzt nur auf dem kleinen Display gesehen. Ja, und jetzt geht's weiter, die lustigen engen Wege hier. Genau. Und gleich geht's dann nach Falkenstein rein. Dann, wir sind ja jetzt hier auf der anderen Seite, wo wir jetzt gerade drüber geguckt haben zur Burg Falkenstein. Da kommen wir jetzt gleich hin. Jetzt gehen wir ja also einmal runter und dann gehen wir wieder hoch. Und dann sind wir da bei der Burg Falkenstein und gehen dann runter nach Königstein, wo auch wieder eine große Burgruine ist. Weiter geht's. Hier nicht aus, oder was? Ja, hier, wo ich jetzt stehe, gibt es normalerweise einen schönen Ausblick auf Frankfurt. Jetzt natürlich nicht. Aber trotzdem konnte ich ein schönes Foto machen, weil man hier schön auf Falkenstein blicken kann hinter mir. Nach Frankfurt ist das letztlich nur Nebel.
Ja, das ist jetzt hier noch ein sehr schöner Aussichtspunkt, eben auf der Dreibogentour. Wir sehen hier hinter mir die Burg Königstein. Das ist die dritte von drei Burgen. Jetzt im Winter, wo ich jetzt gerade unterwegs bin, wir haben jetzt heute den Sonntag, den 14. Januar. Und alle drei Burgen haben im Winter zu. Das heißt, es ist für mich aber gar nicht so schlimm, weil ich bin ja hier aus der Gegend, ich habe die Burgen alle schon gesehen und ich gehe den Weg so auch ganz gerne. Wenn ihr mal diese Drei-Burgen-Tour hier gehen wollt und auch euch die Burgen anschauen kann, lohnt sich auch, muss ich sagen. Vor allem die Burg Königstein ist eine sehr schöne Burgruine, kann man noch sehr viel schauen. Man kann noch hoch auf den Turm auch gehen mit schönem Ausblick Richtung Frankfurt und hier Richtung Taunus und so. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Dann irgendwie so ab März, April oder so haben die wieder offen. Ich werde jetzt hier hinter mir nochmal fotografieren. Was ich hier jetzt sehe, ist ganz schön, dass der Nebel quasi hinter der Burg abschließt, sodass ich wieder die Burg im Nebel quasi fotografieren kann und nicht den Nebel ohne Burg. Also dann. So, jetzt kommen wir schon Richtung Ende der Tour. Ich habe doch noch den Hartberg-Turm rangehängt. Hatte ich erst nicht vor, weil ihr seht ja neblig, diesig und so weiter und so fort. Dann bin ich aber nochmal umgedreht, wo ich eigentlich schon dran vorbeigelaufen bin, weil ich dachte, hey, jetzt hast du Burg Falkenstein fotografiert, Burg Königstein. Kannst du das auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel machen, weil ein bisschen Sichtweite hat man doch. Ja, und da vorne ist er. Ich drehe mal die Kamera um. Zack. Da ist der Turm. Und jetzt schauen wir mal, was man da oben sieht und ob man noch was fotografieren kann. So, also. Jetzt bin ich oben hier auf dem Turm, erwartungsgemäß. Hinter mir ist Frankfurt, das sieht man gar nicht, das war aber auch zu erwarten. Man sieht in die Richtung, da mache ich gleich mal Fotos. Kronberg halt im Nebel, gucke ich mal, wie gut ich das rausbekomme. Und da hinter euch, da ist die Burg Königstein, man sieht sie dicht im Nebel liegen. Und da gucke ich da mal, ob ich da ein schönes Nebelfoto von der Burg Königstein hinbekomme. Schaut's euch an. So, das würde ich sagen, war es jetzt für heute. Ich gehe jetzt nach Hause und habe jetzt hier heute wirklich alles trotzdem Wetter für beste Fotos gegeben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Schau dir gerne meinen Blog an, da habe ich auch schon ein bisschen was geschrieben. Oder folg mir einfach auf Facebook oder Instagram. Du findest hier auf meinem YouTube-Kanal findest du auch die Links zu den unterschiedlichen Seiten. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Video.